Hey, kennt ihr solche Gedanken wie zum Beispiel, boah, wenn ich ja teile, dann habe ich selbst viel weniger, also teile ich nicht. Oder dass man denkt, hoffentlich geht es dem anderen jetzt gleich auch richtig schlecht, weil der hat mich blöd behandelt. Oder man fängt an, Böses zu sprechen über jemanden hinter seinem Rücken, ne, weil man irgendwie neidisch oder eifersüchtig ist. Kennt ihr das? Also ich kenne das voll gut. Und im ersten Moment denkt man, oh ja, ich darf mich so fühlen, ich darf so sein, weil ich habe ja recht. Oder der andere war ja blöd zu mir, deshalb darf ich ja auch blöd sein zum Beispiel. Und irgendwann kommt aber dieser Moment, wo man merkt, oh, eigentlich geht es mir da selbst gar nicht so gut darin. Oder man denkt, ich freue mich über den Schaden von anderen. Aber dann hat der andere auch einen Schaden später oder ihm geht es vielleicht auch nicht gut. Und dann geht es mir nicht gut und dem anderen auch nicht. Also haben ja beide nichts davon, oder? Ist ja eigentlich doppelt so schlimm am Ende. Und die Frage heute ist, hey, aber wie will Gott, dass wir miteinander umgehen? Und ich glaube, vieles wisst ihr schon, aber wir schauen da nochmal in die Bibel, weil wir haben eine Geheimwaffe und ich liebe das so sehr. Und zwar hier, das ist meine schöne Bibel. Ich hoffe, ihr habt eure Bibel auch schon parat. Und zwar in Galater 5. Sag mal Galater 5. Okay. In Galater 5, Vers 22, da steht: Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Handwechsel, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Krass, das sind 9 Stück. Und habt ihr richtig aufgepasst? Was steht am Anfang? Die, was ist das alles? Die Frucht des Geistes. Und wenn wir uns mal, ich habe hier ein paar Früchte mitgebracht, jetzt kein Obst oder so, aber in Form eines Obstes. Das sind so Gummibärchen, die kennt ihr vielleicht, schon richtig lecker. Hier ist eine Banane. Was haben wir noch? Was habt ihr so für Lieblingsobstsorten? Ananas. Oh, ich mag Ananas gar nicht. Kann mir jemand sagen, was das hier ist? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Bibel spricht da von der Frucht des Geistes. Das bedeutet, der Heilige Geist bringt in uns eine Frucht hervor, dass wir liebend sind, dass wir voller Freude sind, dass wir voller Friede sind und so weiter und so fort. Da gibt es so viele. Lest sie nochmal zu Hause durch. Und dann, wenn wir aber in eine Situation kommen, wo wir merken, boah, da fehlt mir gerade die Liebe für den anderen Menschen. Was machen wir dann? Und vor kurzem hat ein Leiter von mir einen coolen Tipp mir gegeben, hat gesagt, Hanna, reib dich einfach mal so richtig ein mit so einer Frucht, weil die riecht ja gut. Und ich so, hä, soll ich jetzt eine Banane nehmen und die hier hinschmieren? Und er hat gesagt, nein, aber stell dir vor, die Bibel ist so bildlich, das ist ein Bild. Eine Frucht, die, was kann ich mit der machen, die kann ich essen. Oder wenn ich die an mich reibe, dann riecht meine Haut danach, dann riecht sie voller Liebe zum Beispiel. Und dann stell dir mal vor, ich nehme zum Beispiel die Frucht der Freude. Und dann nimmt diese Frucht mal in die Hand. Vielleicht stellt ihr euch vor, das ist jetzt ein Apfel oder so. Und dann schmiert ihr und reibt ihr euch mal komplett damit ein. Ich habe Freude oder ich habe Liebe. Hier um mein Herz herum schmiere ich mir die Liebe. Und es ist nicht die Tat an sich, die ich hier mache, sondern dass ich glaube, hey, jetzt bin ich eine neue Schöpfung, weil Jesus lebt ja jetzt in mir. Der Heilige Geist lebt in mir. Und er kann jetzt durch mich lieben. Er kann durch mich Freude haben. Er kann durch mich Frieden haben. Wenn ihr ungeduldig seid, dann sagt Heiliger Geist, ich bin ungeduldig, aber ich habe dich in mir leben. Und deswegen kann ich jetzt geduldig sein. Und das Coole ist, das Ziel ist, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und das schaffen wir nicht immer. Aber wir müssen es nicht selber schaffen. Du musst es nicht selber schaffen, hey. Sondern der Heilige Geist in dir, er befähigt dich dazu. Er macht es möglich, dass du auf einmal wie ein anderer Mensch sein kannst. Dass dann Leute sagen, hey, wie kann der und der, also wenn du jetzt gemeint bist, wie kannst du auf einmal jemanden lieben, obwohl der davor nicht nett zu dir war? Und das macht einen Unterschied, hey. Es geht nicht nur darum, wir haben ja in dieser Serie auch gelernt, der Heilige Geist, er kann Leute heilen, er kann Menschen vom Tod wieder lebendig machen, er kann so große Wunder tun, aber er möchte noch viel mehr unsere Herzen verändern. Und es gibt noch eine Stelle in der Bibel, in Johannes 13, wenn du es nachlesen möchtest. Da heißt es nämlich, an der Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr zu mir gehört, dass ihr meine Jünger seid. Und wer sagt das? Richtig, das sagt Jesus zu seinen Jüngern und sagt, hey, wenn ihr einander liebt, wenn ihr nett zueinander seid, wenn ihr sagt, ich vergebe dir, auch wenn du blöd zu mir warst und so weiter, dann werden andere erkennen, dass ihr zu mir gehört, dass ihr zu mir Jesus gehört. Und das ist so krass, so wie ihr miteinander umgeht, werden andere sagen, hey, du musst zu Jesus gehören, irgendwas ist an dir anders, du hast so eine Liebe in dir, du bist so ein treuer Freund, du redest nicht schlecht hinter dem Rücken über mich und so weiter. Und sie werden dadurch Jesus erkennen, hey. Und das Ziel des Feindes, von dem Teufel, ist nämlich das folgende. Und zwar, der Feind will nämlich nicht, dass wir
einander lieben. Er möchte, dass wir einander hassen, dass er Zerstörung reinbringt in unsere Beziehungen. Aber das Coole ist, der Feind wurde überwunden am Kreuz. Da hat Jesus gesagt, hey, ich bin gestorben am Kreuz und überwinde diesen Tod, der Tod, der uns trennt von Gott. Und da alles Schlechte, was dabei ist, hat Jesus überwunden, dass wir jetzt das nicht mehr tun müssen, dass wir einander lieben können, dass wir sogar die Feinde lieben können. Und somit ist das Ziel des Feindes, dass wir die Herzen für den anderen Menschen verschließen, ist damit zunichte gemacht. Das hat keine Auswirkung mehr auf unser. Wir sagen, hey, aber ich habe Jesus in mir und Jesus kann das. Jesus überwindet sogar den Tod. Also Jesus überwindet jetzt auch die Situation, dass es mir schwerfällt zu lieben. Und die Frucht, die wächst, ein Apfel, der wächst, das ist erst ein kleiner Same und dann wird er immer größer. Oder bei einer Banane oder bei was auch immer von der Frucht, die dir einfällt. Und auch da, hey, wenn du manchmal denkst, oh, ich habe es irgendwie wieder nicht geschafft, jetzt lieb zu sein. Es ist nicht schlimm, die Frucht wächst immer mehr. Es ist wichtig einfach, dass du sagst, hey, Heiliger Geist, ich möchte, dass du die Frucht in mir hervorbringst. Und du darfst es tun. Und dann wird er es tun, das verspreche ich dir. Zum Beispiel mein Bruder und ich, wir haben uns früher nur gestritten, wir haben uns nie verstanden. Und dann gab es irgendwann einen Punkt, wo wir beide gesagt haben, hey, so soll es nicht mehr sein. Das ist gar nicht schön. Und wir haben angefangen, mehr die Beziehung zu Jesus aufzusuchen. Und sagen, Jesus, verändere du mich, verändere du mein Herz. Und dann, mein Bruder und ich, mittlerweile, wir lieben uns. Wir waren vor ein paar Tagen an seinem Geburtstag im Europapark. Wir hatten die größte Freude zusammen. Und wenn du sagst, hey, ich möchte diese Frucht jetzt auch wirklich haben und du hast sie schon in dir, aber ich möchte wirklich, dass ich das in meinem Leben immer mehr sehe und dass der Heilige Geist es hervorbringt, darfst du jetzt mit mir mitbeten. Yes. Und stellvertretend nehmen wir da mal so eine Frucht in die Hand. Du kannst so einfach mal dir in der Hand was vorstellen, was du jetzt haben möchtest. Ich sage jetzt zum Beispiel, ich möchte Gott mehr Friede haben in meinem Herzen. Okay? Dann schließt du die Frucht in deine Hand und legst sie auf dein Herz. Okay, wir beten zusammen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du mein Herz erfüllst, dass du mein ganzes Sein einnimmst und dass du die Frucht hervorbringst. Danke Gott, dass du durch den Heiligen Geist in mir lebst und dass du die Frucht hervorbringst, dass ich lieben kann, dass ich Freude habe, dass ich Friede habe, dass ich geduldig bin, dass ich freundlich zu anderen bin, dass ich gütig bin, also gut bin, dass ich treu bin und dass ich mich selbst beherrschen kann. Amen. Yes. Hey, nehmt es mit in euren Alltag, in eure Situationen und dann staunt, wie der Heilige Geist euch verändert und andere sagen, wow, der muss zu Jesus gehören. Dafür sollen wir bekannt sein. Nicht für die guten Schulnoten, die wir haben, nicht für das Outfit, das wir tragen, wie beliebt wir sind, sondern dass andere sagen, hey, du gehörst zu Jesus. Damit verändern wir die Welt. Also, macht's gut und viel Spaß beim Früchteessen. Ciao, ciao. Lecker.